Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und bitte tut mir einen Gefallen, nicht sofort abschalten, wenn ihr jetzt hier eine Powerstation seht. Es geht zwar um diese Powerstation, aber das Ding, das verspreche ich euch, das ist was ganz Besonderes. Denn ihr könnt mir glauben, ich bekomme fast wöchentlich irgendwelche Anfragen aus China. Kannst du nicht irgendeine Powerstation, Name noch nie gehört, für uns testen und darüber ein Video machen? Meistens lehne ich das eigentlich immer ab. Also das heißt, meistens eigentlich immer lehne ich das ab, weil es gibt einfach schon viel zu viele davon und keiner interessiert sich dafür. Aber dieses Ding hier, das erste war schon mal, dass die E-Mail aus Graz kam, also gar nicht aus China, sondern aus Österreich. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht. Ich habe die E-Mail ganz zu Ende gelesen und was ich da an Features gesehen habe, ja, das hat mich doch irgendwie umgehauen und das wollte ich euch unbedingt zeigen und deswegen mache ich dieses Video über die Sun Booster Grid und was die kann. Ich würde sagen, darauf haben ganz viele da draußen und auch ich eigentlich immer gewartet und ich habe mich jetzt gefragt, warum hat das noch niemand vorher erfunden? Also, das wird ein sehr spannendes Video. Sun Booster Grid Power Station und was die kann, das erfahrt ihr heute, also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, erstmal ist es natürlich eine ganz normale Powerstation. Das heißt Kunststoffgehäuse, 2 Kilowattstunden drin, also 2000 Wattstunden, LFP-Akkus, 5000 Zyklen werden versprochen. Also Lebensdauer muss man sich erstmal nicht wirklich Sorgen machen. Das ganze Ding wiegt über 23 Kilo. Bei 2 Kilowattstunden ist es jetzt auch nicht wirklich so transportabel, dass man das immer mit sich rumtragen möchte. Aber mal geht es natürlich irgendwo hin transportieren, kein Problem. Ist natürlich nicht spritzwassergeschützt, hat auch 2 Lüfterausgänge hier vorne und hinten, dass die Luft zirkulieren kann. Das ganze Ding wird im Betrieb dann teilweise auch ein bisschen warm. Und von daher draußen hinstellen ist es natürlich nicht. Das Ganze ist was fürs Haus oder für eine geschützte Ecke. Und es hat natürlich die üblichen Ausgänge, viermal USB, davon zweimal USB-C, 100 Watt, 27 Watt, zweimal USB-2. Der übliche Zigarettenanzünderausgang DC, ungefähr 150 Watt. Wir haben 3 Schuko-Ausgänge, die haben insgesamt 2200 Watt Power. Das heißt, ihr könnt da 2,2 kW rausziehen. Natürlich nicht bei jedem Einzelnen, sondern insgesamt bei allen dreien. Und eine LED-Funktion für Licht und SOS und so weiter. Das Ganze hat auch eine Wi-Fi-Anbindung, das heißt, es gibt eine App und damit wird es dann auch interessant. Display natürlich, wo alle relevanten Informationen angezeigt werden, ein Ausschalter. Ja, und das war's. Und dann gibt es natürlich die Schnittstellen. Es gibt halt ein Kabel, was mitgeliefert wird, Schuko-Kabel. Damit wird das ganze Ding natürlich geladen, so weit, so gut. Das kennt man jetzt und jetzt kommt der Witz. Man kann es mit dem Schuko-Stecker nicht nur laden. Nein, ihr könnt mit dieser Powerstation über den Schuko-Stecker direkt in euer Haus einspeisen, ohne Wechselrichter dazwischen, denn der ist da nämlich schon drin. Ja, Leute, die ganzen Bastellösungen, externer Wechselrichter mit Geschraube und Gelöte und was weiß ich nicht noch alles, entfällt hier. Das ganze Ding ist eine komplette Powerstation mit Wechselrichter für die direkte Netzeinspeisung ins Haus. Und gleichzeitig Notstromversorgung und auch noch transportabel für unterwegs. Ja, Bingo. Und als wäre das noch nicht genug, es werden hier diverse Kabel mitgeliefert. Und das sind eine ganze Menge. Da haben wir einmal natürlich das hier. Das ist ein XT60-Stecker. Hier an der Seite ist nämlich die entsprechende Steckdose. Und Zigarettenanzünder. Das heißt, ihr könnt das Ding bei euch im Auto aufladen. Über 12 Volt, das sind dann irgendwie so 120 Watt oder so. Soweit so gut, auch nicht wahnsinnig spannend. Aber das hier ist spannend. XT60 auf MC4. Da haben wir also 2 Eingänge. Das heißt, wir könnten hier so ein Panel anschließen, vielleicht so ein tragbares, flexibles. Das habt ihr vielleicht sogar schon zu Hause. Und jetzt kommt das Spannendste überhaupt. Es gibt nämlich noch das hier. Ja, das ist ein halber Kabelbaum. Der hat hier 2 MC4-Ausgänge. Das heißt, die könnt ihr hier schon mal verbinden. Dann habt ihr am XT60-Stecker 4 Panel-Eingänge. Leute, ihr könnt hier 4 Solarpanels anschließen, um das Ding aufzuladen. Insgesamt dürfen die 1200 Watt haben. Das heißt, wenn ihr ein Balkonkraftwerk habt mit, keine Ahnung, 840 oder sowas Panels, 2 Stück meistens habt ihr ja. Wobei bei dieser Ankeranlage, die ich letztens getestet habe, sind es ja sogar 4, wobei da die Leistung zu hoch ist. Aber wenn ihr 2 Panels habt, könnt ihr die hier direkt anschließen. Diesen Speicher damit aufladen mit eurem Balkonkraftwerk oder irgendwelchen Solarpanels, die ihr vielleicht schon habt.
und mit dem Schuko-Stecker in die Schuko-Steckdose und könnt dann direkt einspeisen. Und das Ganze auch noch App-gesteuert. Ja, ist es nicht der Wahnsinn? Das habe ich mir auch gedacht und deswegen habe ich mir das Ding natürlich mal liefern lassen. Das hier ist allerdings nur ein Prototyp. Den muss ich tatsächlich wieder zurückgeben. Also nicht nach dem Motto, wir liefern dir das und du kannst das behalten. Nein, ich muss es zurückschicken nach diesem Video, denn die haben nicht genug Hardware davon. Die Hardware kommt natürlich aus China, ist klar. Und diese Geräte gibt es auch baugleich mit anderen Markenbezeichnungen. Aber die haben natürlich nicht die entsprechende Software. Und die Software, die wird tatsächlich von Sun Booster in Graz selber geschrieben. Ich habe mit denen sogar telefoniert und es sind super nette Typen dort. Sie haben mir alles erklärt und auch gesagt, dass sie bis April das ganze Ding marktreif haben wollen. Und bis jetzt könnt ihr im Sun Booster Shop auch nur vorbestellen. Der Link dazu, der ist hier wie immer unten in der Videobeschreibung. Klickt da nochmal drauf, schaut es euch an. Und dann im April soll es das fertige Produkt geben. Und was das mit dieser App jetzt auf sich hat und der Clou des Ganzen, das geht allerdings wirklich nur über die App. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wenn ihr übrigens gerade auf der Suche nach einem neuen E-Auto seid, dann schaut doch mal bei GoLeasy vorbei. Denn GoLeasy durchsucht für euch die großen Online-Leasing-Plattformen nach dem besten Angebot und fasst die Ergebnisse alle übersichtlich zusammen. Dadurch spart ihr nicht nur viel Zeit, weil ihr eben nicht selber auf leasingmarkt.de oder mobile.de die Angebote raussuchen müsst, sondern ihr spart auch Geld, weil bei GoLeasy natürlich die Anbieter direkt miteinander verglichen werden. Und dann könnt ihr euch das beste Angebot sofort raussuchen. Also gebt einfach die gewünschten Kriterien in die Suchmaske von GoLeasy ein und lasst euch die passenden Angebote auflisten. Kleiner Tipp noch, achtet unbedingt auf den Leasingfaktor, denn je niedriger der ist, desto besser das Angebot. Der Link zu GoLeasy, der ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt geht's weiter. Die App dazu heißt Wonderfree, vorher auch noch nie gehört, gibt's im Apple Store und im Google Play Store. So, wenn ihr die runtergeladen habt, müsst ihr sie einmal öffnen und dann müsst ihr Add a Device machen, also ein Gerät verbinden. Dann taucht das Gerät auch schon auf, drückt ihr auf das Plus, na, so. Dann habt ihr euer WLAN, was ihr wählen müsst. Und dann verbindet es sich. Zack, dann. Jetzt ist das Ganze schon gespeichert. Und jetzt habt ihr hier auf dem Bildschirm die Powerstation. Die ist online. Da könnt ihr mal drauf drücken. Und dann seht ihr das hier. Das ist also der Screen, wo ihr seht, wie hoch ist der Ladestand. Ich habe einen Eingang und ich habe einen Ausgang. Da kann man auch umschalten. Das heißt, hier könnt ihr sehen, wie viel Solarleistung über DC kommt rein, wie viel DC Solarstrom. AC-Lademodus könnt ihr einstellen. Das heißt, ihr könnt dann hier bei der App sagen, ich möchte das Ding jetzt laden. Das geht über Schuko. Und hier könnt ihr bis zu 3 Ladegeschwindigkeiten auswählen. Langsam, schnell, normal. Das ist auch cool. Also die langsame Ladung ist übrigens so um die 300 Watt. Die normale Ladung ist um die 500 Watt. Und die schnelle Ladung ist 1500 Watt. Also mit 1,5 kW könnt ihr hier diese Powerstation vollballern. Das dauert dann keine 2 Stunden. Also in 1,5 Stunden ungefähr seid ihr damit durch. Also quasi HPC-Ladung hier für diesen Akku. Unfassbar. Nachteile gibt es natürlich auch und wie gesagt, das ist ein Prototyp. Das heißt, es funktioniert noch leider nicht alles so, wie es soll. Oder es funktioniert, aber noch nicht optimal. Und dazu kommen wir gleich noch. Dann habt ihr hier diese Ausgänge. Das heißt, ihr könnt hier über die App auch die AC-Ausgänge einschalten. Das sind da die Schuko-Stecker, die Wechselstromausgänge, die USB-Ausgänge. Und der letzte ist Information zum Netzanschluss. Das ist auch noch eine blöde Übersetzung. Das wird mit Sicherheit auch noch überarbeitet. Das ist die Einspeisung ins Haus. Und wenn ihr das einstellt, dann habt ihr hier die Wahl, mit wie viel Leistung ihr ins Haus einspeisen wollt. Also 200, 400, 600 und 800 Watt Einspeiseleistung stehen euch zur Verfügung. Und das ist auch schon der erste Nachteil. Wie ich schon sagte, es ist noch nicht perfekt. Ihr habt nur diese 4 Optionen. Zwischenwerte könnt ihr nicht wählen. Das ist aber möglicherweise geplant. Die Entwickler wissen das auch und arbeiten dran. Und der zweite wichtige Bereich in dieser App ist der Bereich, der mit andere beschriftet ist. Dort findet ihr quasi die anderen Features und das sind eigentlich fast noch die wichtigsten. Denn hier geht es um die Netzeinspeisung. Ganz oben findet ihr eine Eco-Funktion. Das heißt, ihr könnt die in den Eco-Betrieb schalten. Dann könnt ihr festlegen, wann das Gerät in den Standby geht, wenn hier überhaupt nichts passiert. Da habe ich jetzt mal auf 10 Minuten gestellt. Das kann man, wie gesagt, frei definieren. Standby für den Wechselrichtermodus, DC-Standby und so weiter. Den Strompreis könnt ihr noch eingeben, damit ihr seht, was ihr so spart. So, und jetzt wird's kritisch. Jetzt muss ich meine Brille zücken. Lichtleiste ein-aus. Da könnt ihr hier dieses LED-Licht nochmal ein- und ausschalten speziell.
Dann MIG-Zeitschalter an aus. MIG, Microinverter Grid heißt das. Also das ist der Wechselrichter. Das heißt, ihr habt hier eine Zeitschaltung. Ihr könnt also einstellen, von welcher Uhrzeit, von wann bis wann der Wechselrichter angeht und das Ganze ins Netz eingespeist werden soll. Das ist schon mal genial. Dann habt ihr hier Auto-MIG-SOC-On-Off. Ha, auch eine coole Funktion. Hier könnt ihr im Prinzip entscheiden, wenn ihr zum Beispiel Solarpanels dran habt und das ganze Ding permanent geladen wird. Irgendwann ist es ja bei 100% oder bei 95%, wie ich es jetzt eingestellt habe. Das bedeutet, von 95% bis 5% runter soll der Wechselrichter automatisch angehen und das ganze Ding soll einspeisen. Das bedeutet also, bei 95% Ladestand schaltet sich der Wechselrichter ein und speist bei euch ins Haus und bei 5% schaltet er sich wieder ab. Dann könnt ihr noch festlegen, irgendeinen Zeitpunkt, wann ihr zum Beispiel das Ding über Schuko immer laden wollt. Weil ihr habt ja vielleicht auch keinen Bock, MC4-Kabel von euren Panels ins Haus zu ziehen, um die hier anzuschließen. Denn wie gesagt, das ganze Ding ist eine Powerstation, die ist nicht IP65, die ist also auch nicht spritzwassergeschützt und kann auf gar keinen Fall die ganze Zeit draußen stehen. Das heißt also, ihr könnt über den Schuko-Stecker das Ding natürlich auch laden. Das heißt, euer Balkonkraftwerk liefert schön ins Haus, ihr braucht die Leistung aber nicht. Was macht ihr damit? Ihr speist sie in das Netz und bekommt nichts dafür. Und das könnt ihr jetzt so programmieren, dass ihr immer dann zu einer bestimmten Uhrzeit, meinetwegen im Sommer zwischen 12 und 16 Uhr, wenn die meiste Leistung von den Panels kommt, dann lädt sich das Ding über Schuko auf und ihr könnt auch die Ladegeschwindigkeit einstellen, schnell, normal oder langsam. Langsam wären, wie gesagt, diese knapp 300 Watt. Und dann ladet ihr das Ding über Schuko aus der überschüssigen Energie von eurem Balkonkraftwerk. Ja, das ist doch schon mal cool. Und jetzt kommen wir auch gleich zu den Kinderkrankheiten und Nachteilen, die das Gerät noch hat. Wie gesagt, Prototyp. Die Entwickler wissen auch Bescheid. Ich bin mit denen im regen Austausch. Ich habe das ja, wie gesagt, zum Test bekommen. Und zum Test beinhaltet natürlich auch eine Rückmeldung meinerseits. Was zum Beispiel noch ein bisschen problematisch ist, ist die Tatsache, dass die Verlustleistung im Moment noch relativ hoch ist. Das heißt, so wie jetzt, wo ich das Gerät nur anhabe, der Schuko-Stecker ist eingesteckt, verbraucht das Ding in Ruhe alleine 33 Watt, weil der Wechselrichter, der eingebaute, sich irgendwie nicht komplett abgeschaltet hat. Und das ist noch so ein Bug in der Software, ist aber schon gelöst, wie mir der Entwickler gesagt hat. Und das fertige Produkt wird einen Ruheverbrauch haben von ungefähr 15 Watt, also die Hälfte von dem, was es jetzt hat. Ist zwar auch noch ganz schön viel, aber gut, man sollte das Ding vielleicht nicht den ganzen Tag einfach so anlassen, ohne was damit zu tun. Ja, zweiter Nachteil, wenn der Schuko-Stecker drin ist, zumindest bei diesem Gerät ist es so, hier ist ein On-Off-Schalter. Ich drücke drauf und es schaltet sich einfach nicht aus. Ums Verrecken schaltet es sich nicht aus. Also erst, wenn ich hier den Schuko-Stecker ziehe, so, und jetzt aufdrücke 3 Sekunden, dann schaltet es sich aus. Das ist eindeutig auch noch ein Bug. So ist das natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Man muss es irgendwie immer ausschalten können und das kann man gerade nicht. Auch in der App gibt es noch so ein paar Sachen, die nicht richtig funktionieren. Zum Beispiel das automatisierte Einspeisen. Ich habe es schon des Öfteren jetzt ausprobiert. Ich habe ihm gesagt, die MIG-Zeiteinstellung, der ist aktiviert. Schalte ich mal auf an und sage, 18 Uhr bis 23.59 Uhr sollst du einspeisen. Also bis Mitternacht quasi. Und dann eben 200 Watt meinetwegen. Das macht er auch. Er fängt um 18 Uhr an. Das Problem ist, er hört um Mitternacht nicht auf. Also er speist alles ein, was er hat. Und bei 5% hört er auf. Das ist der Sicherheitspuffer. Weniger geht nicht. Diese Prozentzahl kann man auch nicht einstellen. Das ist immer so, dass er bei 5% sich abschaltet. Ja, wobei er sich dann auch nicht abschaltet. Er hat halt einen Ruheverbrauch. Und der wiederum liegt bei 15 Watt, zumindest in den Nächten, nachdem er sich automatisch abgeschaltet hat. Also das scheint schon zu gehen mit den 15 Watt. Das ist ja auch die Zahl, die mir der Entwickler kommuniziert hat. Nur wenn ich das Gerät einschalte und anlasse, ohne was damit zu tun, sind es halt über 30 Watt. Gut, also automatisch abschalten zu einer bestimmten Uhrzeit scheint noch nicht so richtig zu gehen. Da kommt noch ein Signal nicht durch. Aber das sind alles Kinderkrankheiten. Und ich denke mal, das wird über kurz oder lang gelöst werden. Und das Tolle ist eben, die Softwareentwicklung findet in Österreich statt. Und ihr könnt bei Bedarf, wenn ihr ein Problem habt mit dem Support, direkt auf Deutsch sprechen. Und das ist ein Riesenvorteil. Und vor allem auch die Antwortzeiten sind nicht irgendwie Tage, weil es geht nicht über China. Also, auch wenn der Sun Booster Grid jetzt noch ein paar Kinderkrankheiten hat, habe ich euch ja genannt, welche das sind,
Ist das Gerät, finde ich, mega interessant, weil es vereint so viele Funktionen in einem Teil. Da haben wir zum Beispiel Speicher für euer Balkonkraftwerk. Dann haben wir eine Notstromversorgung über die Schuko-Ausgänge. Dann haben wir Netzeinspeisung direkt über ein Schuko-Kabel. Dann haben wir tragbare Powerstation mit 2 Kilowattstunden. Ja, also viel besser geht's nicht. Ach so, apropos 2 Kilowattstunden, die kriegt ihr natürlich nicht ganz raus. Also auch hier gibt es Verluste. Ich habe gemessen, dass man ungefähr 1600 Wattstunden hier rausbekommt, wenn man sie auf 5% runterfährt, weil dann schaltet sie sich ja sowieso ab. Das heißt, von den 2000 Wattstunden sind 1600 für euch nutzbar und der Rest ist halt Puffer bzw. Verluste. Aber das ist ja bei anderen Powerstations auch nicht viel anders. Und wenn euch das Gerät auch interessiert, dann habe ich, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung den Link für euch zum Shop von Sunbooster. Vorbestellen könnt ihr es jetzt schon. Im April gibt es dann die Geräte hoffentlich final erhältlich. Ist das was für euch? Habt ihr auf sowas auch schon lange gewartet? Oder setzt ihr dann doch lieber auf eure Eigenbaulösungen? Das würde mich mal interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und könnt mir gerne ein Abo dalassen. Würde mich riesig freuen. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Wird auf jeden Fall keine Powerstation mehr. Versprochen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao.